Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben meine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldat an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Aber agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen in einem Undercover-Einsatz an Makarovs Seite kämpfen. Ich weiß, was jetzt kommt. Kein Rose, Tag 3. Snami Boch. Jetzt vergesst ein Russisch, geht ein. Shit, ich mach da nicht mit. Alter. Wie kommt die überhaupt so hier rein? Das gibt's ja gar nicht. Versucht wegzurennen. Ich hab mich einen Kugel abgegeben bis jetzt, aber die mich killen. Ja klar, wir gehören ja eigentlich auch irgendwie mit zu denen dazu. Ja, die Netze sind ja alles vorhanden. Alles cancelled. Alles wurde schon gecancelt bis auf weiteres. Bis die Situation hier geklärt ist. Die kommen gerade rechtzeitig.
ausschalten! Ihr habt das angezettelt, ihr müsst damit leben. Ihr müsst euch verteidigen, wenn ihr das unbedingt wollt. Ich schieße hier nicht eine Mumme. Da hinten schießen sie. Korridor gesichert. Feuer einstellen! Muschi Militjes, komm rein! Dieser Angriff war eine klare Botschaft, Makarov. Das war keine Botschaft. Alter. Das ist eine Botschaft. Der Amerikaner dachte, er könnte uns täuschen. Wenn sie die Leiche finden, wird Russland Krieg verlangen. Das ist deren Plan.
Die Russen werden es nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Allerdings. Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war einen Zug voraus. Jetzt hat er Tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Er ist unser Ticket zu Makarov. Zugriff, Tag 4, 15:08. Die Kennzeichen stimmen. Verstanden. Irgendwas vom Rojas rechter Hand? Negativ. Wir haben schon zweimal angehalten. Kein Zeichen von ihm. Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, ihn zu sehen. Ghost, wir haben hier ein Problem. Runter! Runter! Schwarze! Alter! Er ist in die Gasse! Vorsichtig schießen! Wir brauchen ihn lebendig! Was hat er für Munition und Waffenzeuge mit dabei? Das gibt's ja gar nicht. Coach, ziehen Sie auf sein Bein! Fehlers oder irgendwas, ne? Bravo 6, wir haben die feindliche Miliz im unteren Dorf angegriffen. Los, ich bin bei Ihnen! Auf die Dächer! Los! Royce, Lagebericht, over. Überall Milizkämpfer, aber kein Zeichen von Rojas! Over! Verstanden. Weiter suchen und Bescheid geben, wenn Sie ihn sehen. Ende. Oh shit. Oh!
Willst du mich verarschen? Jetzt kommen die wieder von hinten. Ey. Das ist alles Sackgasse. Wir verhindern, dass er wieder umkehrt. Weiter vorrücken und abfangen. Los, los! Ah. Nee. Weiter! Rochas wehrt sich immer noch hier, Seite des Elendsviertels. Roach, lassen Sie sich nicht so lange von der Miliz aufhalten. Blindgranaten einsetzen. Ich habe ihn wieder verloren. Ghost, reden Sie mit mir. Ich bin an ihm dran. Er versucht, durch die unteren Gassen umzukehren. Verstanden. Bleiben Sie dran. Da ist der Weg, Kunde. Soll ich verarschen? Okay, das war ein Sprung in den Tod. Klar.
aus! Er will das Motorrad nehmen! Jetzt nicht mehr! Hab Rochas im Auge! Halt! Scheiße, er kommt zu ihm zurück! Sehr gut! Er geht wieder nach rechts! Roach, nicht schießen, wenn Sie ihn sehen! Ich brauche ihn unverletzt! Treiben Sie ihn weiter auf den Hügel, Roach! Er darf nicht umkehren! Roach, er bewegt sich in Ihre Richtung! Los, los! Ghost, ich gehe ganz nach rechts! Roger, hoch, oder? Entwischt uns! Nein, tut er nicht! Frontrunner, hier Bravo 6. Wir haben das Paket. Koordinaten voll. Verdammt, der Himmel ist frei. Den Heli sofort schicken. Das Kommando hört nicht auf uns. Wir sind auf uns allein gestellt. Super.